Wie du mit Bakterien zu- oder abnehmen kannst, das funktioniert tatsächlich, das geht, das erkläre ich jetzt kurz. Es gibt die Bacteroides, es gibt die Firmicutes und das hat man an Mäusen lange getestet und mittlerweile ist die ganze Industrie dahinterher, eben Darmprodukte zu propagieren. Macht es das Sinn? Ja oder nein? Und ja, man weiß ganz genau, dass wenn Firmicutes Stämme im Darm überwiegen bei Lebewesen, dass diese tendenziell adipöser, also dicker sind, mehr wiegen. Wenn die grundsätzlich sehr lange überwiegen, nimmt man pro Jahr 8 bis 10 Kilo zu. Wenn die Bakteroides allerdings in Überzahl sind, dann bleibt das Gewicht konstant bzw. geht etwas leichter runter, wenn man dann noch mehr dazu tut. Ja, also Sport, Bewegung, weniger Kalorien. Warum ist das so? Nun, es gibt langkettige Kohlenhydrate und Ballaststoffe, die werden normal vom Darm nicht resorbiert, sondern einfach ausgeschieden und landen dann in der Schüssel. Aber die Firmicutes, die sind dafür da, dass wenn in schlechten Zeiten zu wenig Kohlenhydrate da sind, die langkettigen Kohlenhydrate in kurzkettige zerlegt werden oder sogar teilweise die Ballaststoffe so zerlegt werden, dass sie vom Darm aufgenommen werden können als, ja, Zuckermoleküle in Anführungsstrichen und dann ins Blut kommen und so dann eben Fettdepots gebildet werden können. Das ist der Hintergrund so ganz grob. Also in diesem Sinne, wenn du wissen willst, welche Firmicutes oder welche Bakteroides oder was überhaupt ich für Darmbakterien empfehle, schreib doch einfach mal hier unten in den Kommentar rein, ob dich das Thema überhaupt interessiert. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wer mir ein Abo schenkt, darf natürlich Jan zu mir sagen. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.